Ah, der kleine Racker, der fährt auch mit. Ja? Henry? Ja? Ja? Ja, klar. Wir fahren heute nach Öhringen, das liegt so knapp 50 Kilometer weg, Richtung Heilbronn. Da war letztes Jahr die Landesgartenschau und wir schauen uns an, was davon übrig ist, nämlich ganz viele tolle Spielplätze, besuchen die und es geht, ist alles rund ums Schloss, ganz tolle Parkanlage und dahin geht's heute. Viel Spaß beim Video. Hier wird noch gesnackt. Ja, beim Blick aufs Auto blutet mir aktuell leider das Herz, weil wir hatten vorgestern leider einen Hagelschaden. Es gab ein relativ starkes Unwetter. Ja, wir waren eingeladen, haben das Auto abgestellt und 5 Minuten später ging es los. So circa 2 bis 3 cm große Hagelkörner sind dann auf das Auto eingeschlagen. Nicht nur auf dieses, sondern auf alle Autos, die da standen. Also ich bin kein Einzelfall in dem Fall. Ja, schwer zu sagen. Also wir hatten sowas noch nie. Wir sind gespannt, wie die Versicherung reagiert. Haben es natürlich sofort gemeldet. Hallo Lisa. Hallo. Ja, und halten euch auf dem Laufenden, wie das mit dem Schaden weitergeht. Nicht schön, nicht schön. So, es sind noch 40 Kilometer jetzt zu fahren. In 47 Metern rechts abbiegen. 47 waren es insgesamt oder sind es insgesamt. Wir hatten keinen vollen Akku heute. 143 Kilometer waren im Akku. Das heißt, wir müssen auch vor Ort laden. Oder ja, wir müssen vor Ort laden. Es gibt Ladestationen, die sind noch, die sind damals für die Landesgartenschau gebaut worden und nach wie vor im Betrieb. Wobei ich jetzt im Internet recherchiert habe, dass wohl nur die linke Säule funktioniert. Kann man mit einem beliebigen Chip entsperren. Ladung ist kostenlos. Wir werden sehen. In die Lasbacher Straße. So, wir sind in Öhringen und lassen uns direkt vom Navi an die Straße am Kappelrhein navigieren. Da sind die Ladestationen. Und da sind wir. Wir haben noch 105 Kilometer im Akku, sind 45 Kilometer gefahren, hatten einen Verbrauch von 9,9 Kilowattstunden pro gefahrenen 100 Kilometern. Bestwerte. Die Ladung läuft. Wir konnten mit unserem New Motion RFID-Chip die Säule entsperren. Sieht recht modern aus. Lädt jetzt 3 Stunden 50 und das Auto ist aktuell bei 50%. Jetzt sieht man, was das Unwetter auch hier in Öhringen angerichtet hat, im Stadtpark oder Schlosspark. Keine Ahnung, was das, wie man dazu sagt. Sieht auch ganz schön übel aus teilweise. Jetzt sind wir da im Auto. Der Parkplatz ansonsten ist jetzt leer. Vorhin standen hier ein Haufen Autos, war belegt. Auch die zweite Parkmöglichkeit für die Säule war an sich belegt. Von einem Verbrenner allerdings mal wieder. Fairness halber muss man sagen, dass hier wahrscheinlich ein Haufen ältere Leute sind, die zur Kirche waren. Aber wir wissen alle, dafür gibt es keine Entschuldigung. Und eigentlich abschleppen, abschleppen, abschleppen! Wir haben ungefähr 1,5 Stunden geladen. Ich schaue gleich nochmal genau nach und gebe auch den Ladestand durch.
Bei Abfahrt jetzt in Öhringen 156 Kilometer Reichweite und ein Akkustand von 71%. Das ist nicht voll, aber mehr als wir hatten, als wir losgefahren sind in Langenburg. Also von dem her, was will man mehr? Wir starten jetzt noch kurz ein Happen essen und dann geht's heim. So, das sind die Zahlen für die Rückfahrt. Nur da haben wir jetzt genullt, das kann ich jetzt sagen. Das waren jetzt 46 Kilometer zurück mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 65 km/h und gebraucht haben wir dafür 45 Minuten. Insgesamt hatten wir jetzt einen Schnitt von 13,6 Kilowattstunden und haben jetzt noch 113 Kilometer im Akku. Ist perfekt, wir müssen nachher nochmal weg. Und das haut auf jeden Fall hin für heute. Heute Nacht wird dann angestöpselt und wieder geladen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. So, beim Schneiden von dem Video ist mir gerade aufgefallen, dass hier ein falscher Wert genannt wurde. Es waren 11,3 Kilowattstunden im Schnittverbrauch und keine 13, irgendwas. Ne? Also, sehr sparsam waren wir heute unterwegs.